Inzwischen hat der Untersuchungsausschuss zur Hypo Real Estate die Zeugenbefragung beendet. Zuletzt war Finanzminister Steinbrück dran. Der ist ja zuständig für die Banken in Deutschland. Unser Vorwurf an die Bundesregierung ist, sie hat zu spät gehandelt und hat sich nicht vorbereitet auf eine weitere Bankenpleite. Heute liegt Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern 87 Milliarden Risiko vor den Füßen und wir wissen, da werden noch einige Milliarden aus dem Bundeshaushalt fließen müssen.